Herzlich willkommen im Irrenhaus. Kennt ihr das Lied bei TikTok? Bei TikTok gibt es dieses Lied, herzlich willkommen im Irrenhaus. Ja, es kommt bald der Nikolaus. Ist so, 69 Tage ist er da gewesen. Ach, herrlich, also wir schreiten jetzt auf den November zu. Wir haben noch knapp, ich runde auf 10 Tage. Dann ist der Oktober vorbei. Natürlich haben wir nur noch 8 Tage. Dann ist, also Arbeitstage. 10 Tage normal, aber Arbeitstage 8 Tage und dann ist der November da. Hurra! So, ich werde auch gleich meinem Arzt anschreiben, damit der mal Hand anlegt und sein Geld verdient. Ja, Ärzte verdienen Geld, alle verdienen Geld. So, hurra, hurra! Ich begrüße euch total recht herzlich zur Plauderstunde. Ich versuche nicht zu lange zu plaudern. Also Greta ist ja eure neue Guru oder ist euer neuer Guru weiblich und was sie sagt ist amtlich. Sie darf ruhig sagen bla 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 bla, darf sie. Würde ich es machen, habe ich gerade, kriege ich eine Schelte, danke. Aber ist halt so. Dieses natürlich bei TikTok oder bei Instagram ist das okay, hier bei YouTube weiß ich nicht. Gott sei Dank schauen das nicht allzu viele, aber Wie kann man versuchen, dass dieser Planet wieder normal wird? Also, grässlich, krass, Schnitt. Der Planet ist okay. Was der alles hat? So, der hat Gift ohne Ende. Er hat aber auch Gutes, also er hat beides. Er hat Giftiges, richtig Giftiges. Und er hat natürlich Gutes. Na? Also er hat Früchte, die wir wirklich essen können. Und er hat Früchte, die uns töten. Das ist so. Also, dieser Planet hat eine Waage. Gut, schlecht, schlecht, gut, alles so in der Waage. Nur der Mensch ist ja derjenige, der am liebsten diese Früchte nimmt, die andere töten. Ist so. Und die dann ins Essen mischt, damit der andere stirbt. Scheint so, ne? Ja, der Augenschein trügt ja meistens nicht, weil der Augenschein uns zeigt, hier stimmt was nicht. So, der Mensch ist und bleibt eine Art Barbar. Er verkehrt zwar, hat dicke, schöne Anzüge an von Armani und Co. Er trägt auch andere Uhren und er fährt auch horrend gute Autos. So, das ist die Fakultät, die wir sehen und die wir mögen. Diese Fakultät Schönheit, Brillantheit und so weiter. Aber mir ist aufgefallen, dass auf dieser Ecke hier, wo die Genies wohnen, ja, so einer, der wirklich mit 24 etwas uns hätte geben können, hat man weggemacht. Weil er was erfunden hat, was dieser Charge hier nun mal nicht gefallen hat. So, dann gab es da einen, der wirklich tatsächlich ein IQ von 300 hatte. Könnt ihr euch vorstellen, ein Zweijähriger schreibt und er schreibt gut. Und so weiter und so fort. Mit 8 hat er schon eine Art Doktortitel. Ein IQ von 300. Und wenn man sieht, die Leute, die hier gefrönt haben, die hatten gerade mal 130, 160, 180 IQ. Ja, und denen hat man zugehört. Dem hier mit 300 IQ, den hat man versauern lassen. Und der ist ja, wie gesagt, auch verstorben. Der musste sogar, der IQ 300, Junge, musste sogar unter fremden Namen Bücher schreiben. So sieht's aus. Ja, keine Ahnung. Doch, viel Ahnung. Mir ist halt aufgefallen, dass das wirklich Böse in die Unendlichkeit immer siegen wird. Schade. Das Böse siegt und das Gute geht unter. Das sehr Gute geht sofort unter, weil das sehr Gute nicht weiß, mit dem Bösen umzugehen. Und das Gute weiß es zwar, aber traut sich nicht, mit dem Bösen umzugehen. Persönlich ist mir aufgefallen, dass die, die wirklich was drauf haben, die wirklich uns helfen könnten, auch mit Warnungen und Prognosen und Rechnungen, also die bleiben halt nicht, sie bleiben nicht bestehen, sie werden wegradiert. Also mir ist aufgefallen, dass hier die Macht des Bösen so stark ist, dass sie wirklich die Macht des Guten wirklich tatsächlich niedermacht. Ein Problem ist halt, dass viele, sehr viele hier in dieser Schattenwelt
zu Hause sind und unbedingt in diese Schattenwelt wollen. Sie wollen unbedingt in diese Schattenwelt. Ja, sie wollen da Helden sein und wollen da. Jetzt unsere Ampel zum Beispiel, diese Damen und Herren, sind auch nicht koscher. Ja? Gestern wurde mir auch schon gesagt, dass Herr Scholz jetzt auch diesen ständig macht. Er steht jetzt auch ständig da und macht diesen. Komisch. Ich weiß nicht, könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt, das Ganze. Ja? Irgendwie hat in der Vergangenheit irgendeiner, der was zu sagen hatte, immer irgendwas gemacht. Ist so. Morgen, was darf sein? Hallo, YouTuber, hallo Zuschauer. Meiner einer kommt aus den 60ern. Das sind die sogenannten Filme, Serien, Unterhaltungsprogramme ab den 60ern. So, ab den 60ern kenne ich halt TV. So, Nina Hagen, Wohlbehagen hat irgendwann mal gesungen, ich glotz TV, eine Art haben wir ja auch, konsumiert, nicht geglotzt. Ich hatte das große Vergnügen auch, so Fernsehen in den 60ern, Erinnerung an Lebenshilfe, ja, Lebenshilfe und wie die da geheißen haben, ja, Raumkreuzer Orion, ja, ich meine, das hat man uns gezeigt. Ich hoffe, man kann es sehen. Hallöchen. Hallo. Ich komme. So, die Corona-Aktion. Die Corona-Aktion ist für mich das Schrägste, was ich durchmachen musste, seitdem ich hier auf diesem Planeten wandle. Und das über 60 Jahre. Punkt, Doppelpunkt. So, einfach ist es nicht, weil wir müssen halt arbeiten. Wir müssen halt einen klaren Kopf behalten, klare Gedanken fassen, weil der Kunde ja immer etwas haben möchte. Gerade sagte auch ein Kunde in seiner Sprache, dass der Mann seinen Ausweis vergessen. Und komischerweise hatte sie den Ausweis von ihrem Mann. Also verstanden habe ich es nicht. Ne? Ich habe also nicht verstanden, was sie wollte. Keine Ahnung. Ne? Egal. Wird ja sicherlich irgendwann wiederkommen. So. In der heutigen Zeit müssen wir auf alles gefasst sein, das ist halt so. Corona ist schon merkwürdig. Was mir fehlt unter Corona ist das Lächeln. Ne? Ich lächle jetzt und ihr seht kein Lächeln. Ne? So, kein Lächeln, das ist das Einzige. Das Lachen und das Lächeln ist durch Corona abhandengekommen. Und wer wirklich tatsächlich sich hingesetzt hat und vom 18. bis 2000 sich das angesehen hat, was so nach 1800 gemacht worden ist, auch die Freigabe von der Industrie und dann die Leute, die wirklich drauf hatten, nicht nur 300 IQ hatten, die dann mit über 40 dann verstorben, weil die hatten zwar 300 IQ, also waren die Schlauesten, die man ja, kennenlernen konnte, waren aber die Einsamsten, die gelebt haben. So, und die halt ein IQ von 100 bis 150, 60, 70, also ja, sage ich jetzt mal, ein IQ von 100 bis 200 gerade knapp haben, die werden gefeiert, wie Einstein, der nur eine Theorie wirklich tatsächlich und Da Vinci war ja ein kluger Mann, der hat ja wirklich Gutes erfunden in seinem Jahrhundert, ja, die sind gefeiert worden und wenn man andere noch sieht, die auch gefeiert wurden, wie Luther mit seinen, seht ihr, ich habe recht, der Luther ist ja auch gefeiert worden, mit seinen Aborten, er saß auf den Aborten, hat da so einen richtigen Schiss abgelassen und war am Schreiben, das müssen wir mal vorstellen, der war auf der Toilette, wenn ich das mal so sagen darf. Er war auf den Aborten, hat also geschrieben und hat sein Pamphlet sozusagen an die Tür genagelt, dong, dong, dong. Und daraus ist die Lutherlehre entstanden. Was sagt uns das? Ein guter Schiss kann auch heilende Kräfte haben. Also ihr seid da auf den Aborten, macht euer Geschäft und dann schießen euch die Gedanken. Und die bringt ihr auch noch zu Papier. Okay, möge mir verziehen sein, dass ich jetzt diese Worte so gewählt. So, ich stelle halt fest, dass hier was nicht stimmt. Das ist halt so.
auch wenn ich die Freiheitsboten, die Querdenkenden mir anhöre. Und wenn ich sehe, dass so eine kleine Greta da rumsingt und den hohen Herren und Damen, die was zu sagen haben, im Mikrofon sagt, bla 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 bla. Ich meine, das hat sie wirklich getan und sie hat sich echauffiert und finde das schon hochgradig interessant. Nur, sie ist ja auch getestet worden und man hat festgestellt, da ist nicht so ein hoher IQ. Genauso wenig wie bei Paris Hilton. Also so, das sind also reiche Kinder und diese reichen Kinder wollen die Welt retten, komischerweise. Und die, die wirklich die Welt retten, ja, das ist ein junger Mann und der rettet wirklich, weil er nämlich etwas erfunden hat. Ein Schiff, eine Rolle. Und dieses Schiff mit dieser Rolle holt den ganzen Morass, also das ganze Plastik, was in den Ozean ist, an Bord und die verarbeiten es. So, von dem hört man nichts, von dem sieht man nichts, aber den gibt es und der hat diese Rolle erfunden. So, es gibt auch einen jungen Mann, auch wie damals auch, 23, der dieses Auto erfunden, der dann aber niedergestreckt wurde in den 70ern und dieses, wie gesagt, ist niemals ja, auf den Markt gekommen. Er hatte das natürlich gebaut. Einige Erfinder haben ja tolle Autos gebaut, die es halt heute noch gibt, aber nicht für die Masse, weil die Masse das nicht möchte. Also die Masse würde es kaufen, glaubt doch. Also das erste E-Auto, der erste Scooter, der erste Roller im Betrieb und was weiß ich nicht alles. Es gab auch VIP-Geräte, wo man gewippt hat und dann fuhr das gute Stück. Also es gab alles schon. So, mit der Erfindung des Rades fing ja auch alles an, ja. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut und liest, aber ich hoffe, dass jetzt das stimmt, was man da liest, ist ja schon vor 7000 Jahren etwas erfunden worden. Und wenn man hört und sieht und wenn das auch vorgestellt wird von Leuten im zweiten deutschen Fernsehen, ja, der Herr Laschet, der da auf den Weg bringt, die Amphore einer Batterie. Das war in einer Amphore und darin war die erste Batterie, also die erste Batterie, die jetzt in unserem Jahrtausend, die da aufgetreten ist. Man hat es nachgebaut und es hat funktioniert. So. Es gab auch Batterien aus Kartoffeln, ja, so. Und wer das kennt von euch und das ausprobiert, funktioniert. So, also es funktioniert ja eine Menge, ja. So, ich sage es in dieser laufenden Kamera, ich brauche das alles nicht. Ich weiß es, dass es geht, ich weiß, dass es funktioniert, aber ich brauche es ja nicht. Ja, ich lebe, noch lebe ich hier in einem Wohlstand. Dieser Wohlstand generiert uns halt, dass das so ist, wie es ist. Und weil das so ist, wird es auch so bleiben. Wenn ich wirklich tatsächlich Zeit habe, klappt meistens dann das auch, was ich mir vorgenommen habe. Aber meine Zeit reicht nicht aus. Das ist mir aufgefallen. Weil manchmal muss man sich wirklich Zeit nehmen, um irgendetwas zu machen. Zum Beispiel Win 11. Win 11 kann man nicht mal ebenso. Also wenn man nicht die Maschinerie hat, die vorgeschrieben ist, und wenn man das Teil, was man kaufen könnte, nicht bekommt. Für das Motherboard. Punkt. So, wenn man das nicht bekommt, dann geht es nicht. Dann klappt es nicht. Dann können wir machen, was wir wollen. Und ja, wenn es nicht geht, geht es nicht. Punkt. Man kann sich jetzt bemühen. Ich habe welche engagiert, die sich bemühen wollen, haben aber genauso wenig Zeit wie ich. Und somit wird wohl das alles nicht. Also jetzt kriege ich Besuch. Ja. Hi.